Hallo, liebe Reisefreunde. Heute kommt mal ein kleiner Gruß nicht aus der großen weiten Welt, sondern hier direkt von uns, von der Elbe. Denn hier kommt die Botschaft, auf die eigentlich alle schon lange gewartet haben. Reisen ist möglich. Ich spreche heute etwas ausführlicher, weil ich Mut machen möchte. Und zwar Mut dazu, die Angst abzuwerfen und die Planung der schönen Dinge des Lebens, die das Leben auch reicher machen, wieder anzupacken. Corona hat uns ja irgendwie in eine Art Schockstarre versetzt und das nun schon seit unglaublichen 8 Monaten. Keine Frage, auch ich bin froh, wenn die kritischen Zahlen niedrig sind. Auch ich bin froh, wenn die Menschen infektionsfrei bleiben und unser Gesundheitssystem stabil ist. Auch uns als Vertreter der Reisebranche hat Corona hart getroffen. Wir merken allerdings, dass bei vielen Menschen die Sehnsucht nach Reisen nicht nur unvermindert groß ist, sondern das angestaute Nicht-Reisen-Können fast schmerzhaft ist. Nein, ganz klar, Reisen ist nicht lebensnotwendig. Wer allerdings hart arbeitet, der tut dies nicht zuletzt, weil er sich Träume erfüllen möchte. Wir leben alle in einer Hochleistungsgesellschaft. Es wird von uns erwartet, dass wir gut funktionieren. Dafür allerdings benötigt man auch Auszeiten, die den Akku wieder aufladen. Und unsere Ostsee ist zwar ganz wunderbar geeignet dafür, hat jedoch vor allem im Sommer ihre Kapazitätsgrenzen. Und die Träume richten sich bei vielen, das ist auch ganz klar, einfach in andere Regionen dieser Welt. Zumal wir alle auf Globalisierung gepolt sind und das natürlich auch im täglichen Leben immer wieder mitkriegen. Die Frage lautet also, kann man überhaupt noch reisen? Na klar, kann man. Natürlich. Nein, Reisen ist nicht verboten. Es ist erlaubt. Seit Corona muss man zwar etwas anders planen und vieles neu beachten, dennoch, es ist durchaus möglich. Und so kam es zum Beispiel im Oktober zu der seltsamen Situation, dass Reisen innerhalb von Deutschland schon eingeschränkt waren, Reisen nach Griechenland jedoch durchgeführt werden konnten. Und diejenigen, die in den Herbstferien allen Ungerufen zum Trotz noch einmal in der Mittelmeersonne unterwegs waren, haben dies in vollen Zügen genossen und sind gesund und erholt zurückgekehrt. Ja, denn hier kommen die guten Nachrichten. Die Touristik hat genau wie die Gastronomie und die Kultur und viele andere Branchen sehr, sehr schnell auf Corona reagiert. Hygienemaßnahmen sind umfassend und werden in der Regel auch sorgfältigst eingehalten. Wie auch anders, es hängen ja schließlich viele, viele Existenzen dran. Außerdem, das Auswärtige Amt hat seine Reisewarnungen nun endlich differenziert. Es gibt durchaus Länder ohne Reisewarnung. Aber natürlich ist die Behörde vorsichtig und spricht lieber eine Reisewarnung zu viel als eine zu wenig aus. Tatsächlich jedoch sind sogar auch Reisen in Länder mit Reisewarnung möglich. Auch die Versicherungen haben reagiert. Zum Beispiel die Europäische und die Hanse Merkur. So greift nun seit kurzem auch die Krankenversicherung uneingeschränkt in Ländern mit Reisewarnung. Und auch der Pandemiefall durch Corona, also der Corona-Fall, ist abgesichert. Was heißt das also? Stellt euch vor, ihr möchtet in ein Land reisen, das bei Einreise einen negativen Corona-Test verlangt. Nun macht ihr 3 Tage vor Abreise einen Test. Leider ist das Testergebnis positiv. Euer Reiseland würde euch nicht reinlassen. Und ihr könnt die Reise gar nicht antreten. Wer trägt denn nun die Stornokosten? Die Versicherung trägt die Stornokosten. Mit dem Positivergebnis seid ihr nachweislich krank. Und natürlich hoffen wir, dass die Symptome kaum zu spüren sind. Fragt einfach. Dann können wir euch das auch gern noch einmal ganz detailliert und ausführlich erklären. Und außerdem, wir wissen, dass viele von euch gern hautnah und charmant reisen. Was bedeutet das? Ein Beispiel. Die Nationalparks Afrikas leben von den Einnahmen der Besucher.
Auch die Ranger werden von diesen Geldern bezahlt. Wer schützt die Gorillas, wenn die Besucher dauerhaft wegbleiben und die Beschützer ihre Familien anderweitig ernähren müssen? Und übrigens, positiv gesehen, so menschenleer bzw. ohne Warteschlangen wie derzeit waren Naturparks oder Besucherattraktionen in aller Welt wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und viele der von euch favorisierten Unterkünfte sind privat geführt, sorgfältig gepflegt, mit Herzblut betrieben, aber naturgemäß haben solche kleinen Unterkünfte meist ein sehr geringes finanzielles Polster, Sicherheitspolster. Diese Polster sind nun nach 8 Monaten so gut wie aufgebraucht. Mit anderen Worten, die Luft geht vielen langsam aus. Und übrigens, auch die friedlichen Wertschöpfungsketten vom Koch bis hin zum Zimmermädchen sind ebenfalls am Bröckeln. Noch ist es nicht zu spät. Aber eine positive Aussicht auf Besucher wäre hilfreich. Die Touristik lebt von einer ca. 6-monatigen Vorlaufzeit, damit die Prozesse und Strukturen vor Ort gut funktionieren. Übrigens, dass die Reiserückkehrer, von den Partytouristen in Mallorca jetzt mal abgesehen, nicht die Mitbringer von Corona sind, hat sich ja im Sommer zur Genüge gezeigt. Wer sich in den touristischen Strukturen mit ihren strengen Hygienerichtlinien bewegt, dazu vielleicht noch in Afrika, in wildreichen, aber teils menschenleeren Gegenden unterwegs ist, hat ziemlich sicher ein extrem geringes Infektionsrisiko. Oder kennt ihr irgendjemanden, der in den vergangenen Monaten von einer Reise zurückgekehrt ist und Corona mit nach Hause gebracht hat? Die Ischgl-Situation gab es im Frühjahr. Seitdem hat sich unglaublich viel geändert. Ganz, ganz viele Länder verlangen darüber hinaus einen negativen Corona-Test bei Einreise. Teils wird man auch bei Rückreise getestet. Die Corona-Kontrolle ist sehr, sehr engmaschig. Apropos Rückkehr. Das Auswärtige Amt hat angekündigt, dass sie keine Rückholflüge für Corona-gestrandete Urlauber mehr auflegen. Das ist in Ordnung. Und kein Grund zur Sorge, denn das Pauschalreisegesetz verpflichtet die Veranstalter, ihre Reisenden selbst zurückzuholen. Dieser Verpflichtung sind die Reiseveranstalter übrigens im Frühjahr diesen Jahres in großem Maßstab nachgekommen. Zu eigenen, teils enormen Kosten. Wer also mit einem Veranstalter reist, kann gewiss sein, dass seine Rückkehr gewährleistet ist. Ich fasse also nochmal zusammen. Erstens, Reisen ist erlaubt. Zweitens, Reisen ist möglich, wenn man die Bedingungen beachtet. Drittens, Urlauber stecken sich in der Regel auf ihrer Reise nicht mit Corona an. Viertens, es gibt Versicherungen, die die Stornokosten tragen, wenn das Testergebnis vor Reisebeginn positiv ist. Fünftens, es gibt Krankenversicherungen, die auch in Ländern mit Reisewarnungen die Behandlungskosten übernehmen. Viele Veranstalter haben großzügige Stornierungs- und Umbuchungsregeln. Das war sechstens. Und siebtens, wer mit einem Veranstalter reist, für dessen Rückkehr ist gesorgt. Insofern möchten wir einfach gerne Mut machen. Die Aussicht auf einen neuen Impfstoff trägt vielleicht auch zusätzlich mit dazu bei, den lang gehegten bzw. aufgeschobenen Urlaubswunsch oder Urlaubstraum endlich anzupacken und zu planen. Die vergangenen 8 Monate waren sehr schräg, teilweise auch belastend. Sicherlich gab es auch unverhoffte Zeitfenster, doch mittlerweile sind, so nehme ich an, sämtliche Gärten tipptopp und die Wohnungen durchrenoviert. Gearbeitet werden musst du ja trotzdem. Auch wenn Erholung, Tapetenwechsel, Seele baumeln lassen, kultureller Input und der Duft der großen weiten Welt deutlich zu kurz kamen. Wir alle brauchen Auszeiten. Auch Auszeiten von schlechten Nachrichten. Also ihr Lieben, wagt es. Lasst uns gemeinsam die Schockstarre und die Angst über Bord werfen. Die Fakten sortieren und zuversichtlich ins neue Jahr schauen.
peppt die trüben Novembertage mit Träumen auf, geht in das Reisebüro eures Vertrauens und packt die Planung an. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf euch.